Mecklenburg-Vorpommern. Das Land der tausend Seen, der verträumten Gutshöfe, das Land der Wälder, prägend für den Charakter des Landes. Die mecklenburgische Seenlandschaft ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Doch das Gesicht Mecklenburg-Vorpommerns wird ebenso auch durch Waldflächen geprägt. Rund 500.000 Hektar sind bewaldet. Wälder liefern nicht nur den wertvollen Rohstoff Holz, sondern sind auch Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten. Der dauerhafte Schutzunterhalt dieser lebendigen Vielfalt ist ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft, denn auch wir Menschen sind schlussendlich auf ein funktionierendes Ökosystem mit intakten Wäldern angewiesen. November 2024. Der Herbst hält Einzug in Mecklenburg. Das Laub färbt sich bunt, die Tage werden kürzer, die Zugvögel verlassen das Land und ziehen wärmeren Gefilden entgegen. Auch im Gutshof Ihloh, unweit von Wismar, laufen Vorbereitungen auf den nahen Winter. Erbaut im Jahre 1840, liegt das architektonische Juwel inmitten einer natürlichen Landschaft. Sorgfältig saniert und behutsam neu gestaltet von Joachim Ubläger. Vor 25 Jahren kam er ins Land und hat mit großem Einsatz und viel Liebe die wunderschöne Substanz des Hofes erhalten und trotzdem das Gutshaus modernen Wohnbedürfnissen angepasst. Sein Lebenswerk. Im November wird Joachim Ubläger 88 Jahre alt. Viel Zeit ist seit damals vergangen und der rüstige End-80er hat noch viel vor. Mich bewegt vor allen Dingen die Musik und deswegen haben wir den Kulturverein in Ihloh gegründet. Damals vor 25 Jahren mit Studenten der Fachhochschule der Architektur in Wismar. Die haben mir hier geholfen, die Ihloh aufzubauen wieder. Im herrschaftlichen Haus befinden sich Gästewohnungen, Gemeinschaftsräume mitsamt alter Gutsküche, Sauna und Dampfbad. Für Joachim ist es wichtig, dass alle, die zu ihm kommen, egal ob vorüberziehende Gäste oder feste Bewohner, sich allesamt wohlfühlen. Das ist der ehemalige Pferdestall vom Gutshaus. In der DDR-Zeit war das Schweinestall hier. Hier waren nur noch die Mauerreste vorhanden und dieser Eingangsbereich ist neu gebaut worden. Das Klanghaus Ihloh. Seit 2007 finden hier regelmäßig Konzerte, Theateraufführungen, Lesungen und Filmvorführungen statt. Die einzigartige Kulisse hat Joachim mit viel Ehrgeiz und großer Unterstützung aus öffentlichen und privaten Mitteln umgebaut. Mittlerweile ist das Klanghaus Ihloh zu einem festen Bestandteil der Kulturszene Westmecklenburgs geworden. Gerade mal 50 Bewohner hat das Dorf. Ein illustres Völkchen, das sich hier über die Jahre zusammengefunden hat. Schriftsteller, Gärtner, Musiker, Lebenskünstler, MV-Verliebte oder einfach nur Freunde der Natur. Denn davon gibt es in Ihloh reichlich. Und damit das mit der Natur auch so bleibt, haben sich die Bewohner Ihlohs etwas ganz Besonderes ausgedacht. Eine Baumpflanzaktion soll her, für den Klimaschutz. Mit Paten, die für den jeweiligen Baum die Verantwortung übernehmen und die Pflege. Wir pflanzen heute Bäume für die Generation nach uns. Für uns natürlich auch, aber auch für die nachfolgenden, jetzt die Kinder, deren Eltern wahrscheinlich. Ein bisschen was tun für den Umweltschutz in Deutschland und weltweit natürlich. Die Idee zu der Aktion hatte Elisabeth Fehmers, ehrenamtliche Klimaschutzpatin der Gemeinde Neuburg. Sie ist so etwas wie die gute Seele im Dorf und seit Anfang an mit dabei in Ihloh. Ich habe propagiert Klimaschutz mit natürlichen Mitteln, in erster Linie Bäume pflanzen. Und da habe ich sowas rumgeschickt, das wurde mit dem Seniorenblatt zusammen verteilt an 500 Haushalte. Und ich kam nach Ihloh und
Michael Fuhrmann kam sofort auf mich zu und sagte, Elisabeth, wo soll ich den Baum pflanzen? Und dann haben aber wir kein Gemeindeland mehr, wo Bäume gepflanzt werden, weil der Obleger alles schön bepflanzt hat schon. Und dann habe ich gesagt, naja, ich kläre das mal mit Bioland, weil ich Bioland zertifiziert bin. Und das geht. Und jetzt pflanz den Baum auf meine Obstwiese. Eine gute Idee. Bäume gegen Klimawandel. Warum? Ganz einfach, sie speichern CO2 und geben Sauerstoff ab. Also genau die Hilfe, die unsere Natur und wir Menschen so dringend brauchen. Auch wenn die Aktion in Ilo nur ein symbolischer Akt ist, bewirken kann er dennoch etwas. Das sieht übrigens auch der Bürgermeister der zuständigen Gemeinde Neuburg so, der kurz vorbeigekommen ist, um mal nach dem Rechten zu sehen, was da wieder so läuft in Ilo. Also das ist eine wichtige Aktion, um erstmal den Anfang zu setzen. Man muss ja anfangen, wenn man nicht anfängt, klappt das nicht. Und Frau Femers hat ja schon bei uns in der Gemeinde nachgefragt, ob wir noch Flächen haben, die wir dafür zur Verfügung stellen können. Haben wir. Aber ich möchte auch nicht, dass es unkontrolliert losgeht. Wir müssen das auch alles ein wenig kontrollieren. Ich hatte auch schon mal mit Frau Femers gesprochen, was so ein Baum kostet. Hat sie mir auch schon rübergeschoben, rübergemailt. Nun müssen wir bloß sehen, weil in der Gemeinde, unser Haushalt ist auch nicht so, dass wir jetzt da viele, viele Bäume kaufen können. Aber trotzdem, das mit der Baumpatenschaft, das finde ich eine gute Aktion. Finde ich super Sache. Also, dann geht es los. In dem kleinen Örtchen Ilum gibt es Platz genug, die Obstbäume zu pflanzen. Elisabeth hat dafür nämlich ihre Streuobstwiese am Dorfrand vorgesehen. Ziel der Aktion ist es, neben dem Klimaschutz generell, im Ort das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Ein Thema, das die Menschen verbindet. Es ist die Verantwortung gegenüber den Bäumen, Wiesen und der Natur allgemein. 13 Bäume sollen bei der Gemeinschaftsaktion gepflanzt werden, das heißt 13 Paten. Baumpatenschaft, das heißt wiederum, der Baum wird ausgesucht, gekauft, gepflanzt, gepflegt und schlussendlich auch beerntet vom jeweiligen Baumpaten. Leichter gesagt als getan, hier in Ilo liebt zwar jeder die Natur, aber nicht jeder kennt sich so wirklich aus damit. Klare Sache, ein Experte muss her. Man muss einerseits den Klimawandel mit einkalkulieren heutzutage, also Bodenfröste, Wassermangel und solche Sachen und die Vorlieben der einzelnen Bäume für Standorte. Zum Beispiel, sag mal ein Beispiel. Kirsche nicht mit nassen Füßen. Und noch ein Beispiel? Auf. Zwetschge nach unten, Birne als nächstes, Apfel als nächstes, Birne übernächstes, Kirschen nach oben. Kirschen pflanzen wir auch in die Nähe von Gebäuden, damit die Stachel vertrieben werden können. Da Bäume anscheinend hochsensible Lebewesen sind, ist es gar nicht so einfach wie gedacht, für den jeweiligen Baum auch genau die richtige Ecke, sprich zukünftigen Wohnort zu finden. Denn um gutes Wachstum und spätere reiche Ernte zu erhalten, müssen die Eckdaten für den Wohnbereich des Baumes möglichst stimmig sein. Und jeder Baum bringt andere Voraussetzungen mit. Die Pflanzung eines Baums, eine Wissenschaft für sich. Ja, die gehen in Interaktion miteinander, auch was die Bestäuber angeht. Deswegen pflanzen wir jetzt auch die Birnen zusammen, die Äpfel zusammen. Die sind schon extrem. Sie nehmen auch Beziehungen zueinander auf und sie brauchen eben ihren eigenen Platz. Eine Kirsche braucht anders Platz als eine Birne oder ein Apfelbaum und so weiter. Wir haben hier noch eine Hochspannungsleitung, die müssen wir auch bedenken. Auch beim Schneiden dürfen da keine Elmsfeuer auftreten. Insofern ist das alles mit zu bedenken. Am Ende ist es dann doch geschafft. 13 Paten, 13 Bäume, naja, und viel, viel Arbeit. Auch wenn der Effekt der Aktion klein sein mag, die Pflanzaktion in Ilo kann auch anderen Dorfgemeinschaften in Mecklenburg zeigen, dass es sich lohnt, Verantwortung zu übernehmen. Und wie Martin Luther einst so schön schon wusste: Und wenn die Welt morgen untergeht, so soll jeder in seinem Leben mindestens einen Obstbaum pflanzen. Stimmt, denn auch kleine Aktionen können eine große Wirkung haben. Die Gemeinschaft in Ilo jedenfalls hat die Zeichen der Zeit erkannt. Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Egal wie groß oder wie klein das Ergebnis am Ende auch sein mag. Eines haben die Iloer auf jeden Fall schon erreicht.
den Zusammenhalt ihrer Dorfgemeinschaft gestärkt und den Sinn für Freundschaft und gute Nachbarschaft. Gute Nachbarschaft übrigens mit allem und mit jedem, das uns umgibt.